Ja, Spontanität immer von langer Hand geplant. Ich, Ego und Sein. Na, das ist so mein Modell. Und wenn jemand dann so einen Begriff hat, du hattest verwendet diesen G-O-T-T-Begriff, ich verwende ihn eigentlich ungern. Ich sage mir dann so hilfsweise der schöpferische Urgrund, sozusagen aus dem alles Sein entstanden ist, na, wo auch ich und Ego ist. Und dieses Ego, das habe ich bisher so verstanden bei mir, wo ich Macht über andere habe. Ich habe keine Macht über andere. Wenn ich hier stehe, das ist quasi, ich sag mal wohlwollend, ein Impuls, den ich setze fürs Denken. Also einmal für mein eigenes Denken und für das Denken der anderen. Und niemand hat Macht über mich, ne? Das sage ich mal so. Und ich habe keine Macht über andere. Und wenn ich hier stehen darf und spreche, dann einfach aus mir selbst heraus. Macht. Einfachheit, das fällt mir dann auch noch dazu ein, um bei der Sprache zu bleiben. Einfachheit wäre für mich das Resultat der Reife. Sagte Schiller. Und denke ich, wenn ich mir so ein bisschen helfe und einfache Begriffe habe, na klar, finde ich das auch in Ordnung, Begriffe erstmal zu klären. Wenn jemand, sagen wir mal, der eine sagt Allah und der andere sagt Mohammed und der andere sagt Jehova oder der sagt dann mein Tao oder ich würde sagen, da kann ich in die Resonanz mitgehen, aber ich belasse den anderen mit dem, was er denkt oder mit dem, was er spricht. Das wäre Respekt. Da könnte ich auch weiterkommen. Hat es ein bisschen geholfen? Weiß ich nicht. Also jedenfalls diese Gegensatzpaare. Ich bin gegen. Ich bin nicht gegen Krieg. Ich bin vielleicht noch für Frieden. Am besten bin ich selber friedlich. Ich bin friedlich. Ich habe keinen Frieden. Ich bin friedlich. Und das ist meine Aufgabe. Frieden wäre dann, so wie das schon mal jemand gesagt hat, das fand ich ganz klasse, Frieden wäre nicht links und nicht rechts. Also nicht oben, nicht unten, sondern ich. In mir, da ist der Frieden. Und den habe ich zu entwickeln. So könnte ich anfangen. Und dann komme ich mit klaren Gedanken, wenn es hier geht um das Thema Frieden. Ne? Klar geht es um Thema Frieden. Wie sieht es denn aus? Da kam man mit der Idee Friedensvertrag. Ne? Sozusagen ein Gebilde, deutscher Boden, Friedensvertrag. Ne? 146 hatten wir ja vorhin den Artikel nochmal. Ne? Das ist ja sozusagen dieser Vorläufer, Grundgesetz. Und bis sich das deutsche Volk dann in freie Entscheidung selbst eine Verfassung gibt. Sozusagen eine Fassung, mit der wir alle leben, die nicht religionsgeprägt ist. Ne, so wie das manche Staaten ja machen, die dann sozusagen die Religion mit einsetzen in dieses regierungsmäßige Gebilde. Und da die Sprache stimmt, eines Tages wird die Sprache stimmen, dann wird das, was gesagt wird, auch das sein, was gesagt wird. Ne, da werden auch die Werke zustande kommen, dann werden, wird Kunst und Moral gedeihen und dann weiß man auch, dass das Recht trifft. Ne, da ist es Gerechtigkeit. Ne? Ich kann ja auch Recht definieren. Die Deutungshoheit hat aber das Individuum. Und wenn man nicht kenntnisreich ist und ich bin nicht kenntnisreich, dann muss ich mich jetzt mal darum kümmern. Dann gucke ich mir mal das Grundgesetz an. Das ist doch spannend. Also ich finde das spannend, da reinzugucken und sich mal mit neuen Ideen auch der anderen zu beschäftigen. Und wenn er zum Beispiel so viele 10.000 unterwegs sind, aus der Ukraine habe ich gehört, hey, und wenn die hierher kommen und dann sprechen sie von dem, was sie erlebt haben, was sie politisch erlebt haben, gesellschaftlich erlebt haben, spannend, ne? Also mal schauen, wie auch hierher kommen. Und dann können wir doch alle mal miteinander diskutieren, wie machen wir das denn mit diesen Friedensverträgen? Da brauchen wir sozusagen entsprechende Regelungen, wie wir miteinander leben. Respekt miteinander. Ne? Wo wir noch bei den Menschen waren, bei dem Ich und bei dem Ego, würde ich sagen, gehe ich mal zu den Tugenden. Mäßigung. Geduld. Barmherzigkeit. Wahre Gottesliebe. Also die Tugenden. Mut, eine Tugend. Wir haben auch noch die Demut als Tugend. Demut. Boah. Ich
wünschte, ich könnte noch mehr daran arbeiten. Das ist meine Aufgabe. Mut, Demut, Geduld. Und jetzt haben wir noch dieses andere, was nicht Tugend ist. Neid, Geiz, Stolz. Das ist übertriebenes Ego. Stolz, ich bin stolz, das und das zu sein oder so. Ne? Ich bin glücklich, dass ich Mensch bin. Also wir haben die Tugenden, Mäßigung, Geduld. Und dann diese andere Seite, dieses, was nicht Tugend ist. Zorn. Zorn ist ja dann im Grunde auch so ein bisschen wie gezielte Wut. Ne? Das wäre dann Zorn. Ne? Und Zorn kann man natürlich dann auch noch nutzen, wenn man nicht ganz in der Tugend ist. Ich bin nicht in der Tugend. Ich bin ja daran am Arbeiten. Ich arbeite ja an den Tugenden, aber im kleinen stillen Kämmerlein, dass ich mal mich frage, wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Bin ich im Respekt mit anderen? Wenn ich andere nicht lieben kann, das ist auch schon vorgekommen, dann ist das gerade meine Aufgabe, daran zu arbeiten, dass ich sanft mit ihm umgehe, dass ich ihn annehme, wie er ist. Oh, wenn ich das könnte. Oh. Aber ich habe noch ganz viel zu tun an mir. Auch mit Geduld. Und Humor, ne? Man darf natürlich auch lachen gerne, ich freue mich. Humor wäre dann die Trotzkraft des Geistes. Und wir sind ja als Individuum, also Mensch, sag ich mal, nicht Bürger, nicht Person, nicht Personalausweise, dieses alles, dieses nicht, diese ganzen Modelle, diese ganzen Interpretationen, gleich fertig, ne? Noch 30 Sekunden, gerne kommt der nächste. Mensch sein. Muss der Mensch, sagte Henry Wallmer so vor 30 Jahren. Mensch, einfach menschlich sein. So, einfach mal ohne Vorurteile. Oh. Und nicht immer die Deutungen der anderen in ARD, ZDF, RTL und wie sie alle heißen. Einfach nur anzunehmen, gedankenlos. Nein, eigenes Denken. Und wo viele das gleiche denken, wird wenig gedacht. Also einzelne Gedanken, einzelne mögen hier sein, einzelne mögen einfach da sein und einfach von sich sprechen, von ihren Erfahrungen, von ihren Ideen. Und lösen, ja? Probleme lösen. Na, von einem Problem mich lösen, das heißt zum Beispiel auch, ich löse mich zum Beispiel von der Werbung, dass ich sie zwar wahrnehme, aber ich gehe nicht so in die Tiefe damit, sondern ich lasse sie da, wo sie ist. Ich entscheide selber, wenn ich am Regal stehe, oh, das ist sozusagen das Beste, was wir je hatten. Nie war er so wertvoll wie heute. Na, und kein Pfennig dazu bezahlt. Siehst du? Mäßigung und Geduld und Respekt. Danke.